So, wie schaut es denn mit der Munition aus hier? Plasma-Katak, gut. Gut. So, wenn wir mal langsam wieder auf die Schrote übergehen. Also, Schrote ist ja nicht, aber halt die Schlumpe. Machen wir mal ein bisschen was raus hier, Freunde. Ah, schau an. Ja. Oh Gott. Haben wir's? Wunderbar. Tut das weh. Der Bastard hat mich gebissen. Was? Oh, Scheiße. Sind Sie okay? Ja, mir geht's gut, aber er redet nicht mehr mit mir und sieht mich auch nicht an. Wie sieht's bei Ihnen aus? Bitte sagen Sie mir, dass der Plan funktionieren wird. Ich bin jetzt unterwegs zur Brücke, um die Gravitationsstrahlen zu aktivieren. Gut. Sie schwärmen durch ein Loch auf der Krankenstation rein. Zumindest müssen Sie da nicht durch. Unerwartetes Hindernis voraus. Schalte ab. Willkommen auf dem medizinischen Deck. Verdammt. Ja. Ganz geil. Geil. Einfach. Ich spüre diese. Halt, ich spüre diese unendliche Dankbarkeit. Ja. Zweite Areal, was man schon mal geklärt hat. Ja, willkommen beim Hoteltester. Ja, das ist, wie hat mein Kumpel gesagt, ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist irgendwie Putzfrau und Darkroom. Irgendwie, das ist so richtig Leben am Limit. Irgendwie. Oh Gott. So, die nehme ich mir. So, hätten wir das geklärt, ihr Lieben. Ah, nee, noch mal nicht. Hallo? Ach, wunderschön. Sieht so geil aus. Ja, ganz schau. Nein. Okay, wir bekommen sehr viele Stars. Oh nein. Oh nein, ich entsinne mich. Im ersten Teil war es so, dass du hier quasi diesen Nemesis-Charakter eingefroren hast. Also halt quasi einen Necromorph, den du nicht töten kannst. Ja, du kannst ihn halt irgendwie stunnen, du kannst ihn freezen, du kannst ihn die Körperteile abschießen, wachsen aber alle wieder nach. Und er ist hier binnen von 5 Sekunden wieder am Arsch. Und wir gehen jetzt genau in diese Kammer, wo wir uns dieses Knieches entledigt haben. Und I got a bad feeling. Hausrappe. Ja, mich hat's erwischt, oder was? Ach. Schön. Alle anderen überlebt. Das Ding war doch so weit weg. Ich verstehe gar nicht, warum es mich erwischt hat. Es ist nicht nachvollziehbar für mich.
So, aber wie schon das Stase-Modul hier an der Seite mir verrät, ich muss mir mit Stase wieder kämpfen. Einfach damit ich ein bisschen mehr Kontrolle innerhalb der Kämpfe habe und nicht immer so hektisch reagieren muss. Hinter mir? Ich habe gerade noch irgendwas von Stase-Kämpfen erzählt. Ach. Hat er sich jetzt hier gerade wirklich nur so ein... Ich dachte, er hat sich gerade noch so ein Stase-Paket reingezogen. So, aber könnt ihr mal speichern. Dann nehmen wir das Raum. Back in. Ich bin's. Könnte ich doch nur mit dir reden? Ist mir egal. Es tut mir leid, ich wünschte. Ich könnte überhaupt mit jemandem reden. Hier bricht alles auseinander. Ich kann nicht glauben, was vor sich geht. Seltsam. So ein kleines Ding. Schlussendlich läuft es auf eine kleine Sache hinaus. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich wirklich wiedersehen. Nur noch einmal. Ich hab dich geliebt. Hab dich immer geliebt. So, klingt halt sehr vielversprechend hier wieder. Räumchen. Das ist echt fies, ey. Mann. Okay, alles klar. Warum? Ich sag mal so, da will ich nie runter. Ich will da nicht runter. Aber lässt man denn den armen Jungen eine Wahl? Nein, tut man nicht. Echt? Ja, krass.
ist ja gut an mich angekommen noch hier. Schön. Hallo? Oh, wo ist er? Da ist er. Okay. Mann, das sieht so cool aus. Oh, wir kommen im Saalraum. Ja, man, verzeih mir meine ordinäre Ausdrucksweise, aber es sieht halt einfach aus wie ein. Einfach. Wie so eine Party in so einem Swingerclub. Ja. Möchte nichts anfassen und mich nicht hinsetzen. So. Nein! Nein, Mann, lass mich! Hau ab! Boom, in your face! Halbleiter Rubin. Und? Ja, wo muss er denn hin? Hä? Habe ich überhaupt noch welche über? Drei Knoten? Wir schauen mal. Die haben wir noch kurz mal in unser Stars-Modul. Genau. Energy. Das geht auf jeden Fall. Die Dauer wäre auch noch mal ganz gut. Aufladung. Oh, Aufladung. Schön. Schön. Na gut, okay. Wir setzen ihn erstmal hier. Kann der nächste auf jeden Fall entweder Aufladung oder Energie gesetzt werden. Und ich frage mich gerade, ob ich jetzt das Batteriepack irgendwo noch hinpacken muss. Wir gucken mal. Oh. Oh, gut, dass ich jetzt nicht alle reingehauen habe. Okay. Korrigiere, hier sieht's doch schlimmer. Ach Gott, Alter. Da fällt mir ein, so ein Hoteltester muss auch einen harten Job haben. Also, das klingt immer so krass, oh, jetzt hier tolle Orte und so, aber man muss sich mal überlegen, in was für Gammelbuchten die manchmal abstellen. Irgendwie nur um. Oh. Stell ich mir echt nicht so geil vor für den Job. What? Das ist fies. Das ist fies. Wo ist er? Oh, komm her. Gut. So, letztendlich wartet jetzt aber auf irgendwie so eine Nullnummer hier. Ja, mit dem Energieknoten. Das war jetzt ein bisschen verschwendet. So, und auf jetzt. Denn bitte darin. Okay, gut. Hier kann man wieder Stasa aufladen. Evacuate this area immediately. Ja, hier hatten wir die Thermoladung gezündet, um hier überhaupt durchzukommen. Ach,
bisschen Plasma-Cutter-Energie. Spende looten. Okay, da müssen wir hin. Hier haben wir einen Shop, das ist sehr gut. Können wir uns nochmal ein bisschen ausschlanken, schnell. So, okay. Wir haben uns nochmal ein bisschen aufgeräumt gerade. Und haben nochmal ein paar Energieknoten gekauft. Und hier hinten sehe ich gerade nochmal so einen Schlabums. Okay, da war Plasma Cutter Moon drin. Und dann gehen wir mal hier weiter. Das ist natürlich auf der nächsten Werkbank, die wir sehen. Können wir gleich mal die Knoten einlösen. Unser Stasen-Modul ein bisschen pimpen. Da bin ich ja dagegen, wa? Bin ich ja dagegen. Oh, Shop offline. Der Shop ist offline. Oh no. Krass. Das ist so beschissen, Bitch. Du kannst mir drohen, wie du willst. Ich verstehe nichts, was du sagst. Es ist für den Arsch. Okay. There are some creatures. But where? Also irgendwo müssten diese kleinen Viecher mit diesen drei Tentakeln wahrscheinlich gerade gespawnt sein. Aber ich sehe sie gerade nicht. Vielleicht sind sie hier hinter. Da oben. Oh! Wow, ist noch einer. Zwei sogar. Keine Mistmale. Na, sage mal. Das muss doch nicht sein. Credits. Nein. Lande, Junge. Austritt Schwerelosigkeit. Wasch. Ja, waschen. Das ist... Oh. Oh, wieder so eine schöne Sequenz aus dem 1. So eine Schlüpfer-Sprenger-Sequenz. Der Shop online, offline. Und Bridge. So, ich hoffe natürlich jetzt bloß, dass jetzt hier nicht Tausende von... Okay. Alles klar. Nein, Mann, Alter, nein, nicht die. Die noch als Nekros, ey, auch bitte nicht. Oh, a Workbank. Danke, dass Sie das Ishimura-Archivmaterial in Windlocks identifiziert haben. Sie möglicherweise der offiziellen Schilderung des Untergangs der Ishimura auf Ege 7 widersprechen.
Auf keinen Fall darf auch nur ein Wort über die Bergung des Artefakts an die Öffentlichkeit dringen. Es ist beunruhigend, dass solche Aufzeichnungen auch Jahre nach dem Vorfall noch existieren. Wir haben den Zugang Ihres Forschungsteams gesperrt und werden es umgehend durch EarthGov-Spezialisten ersetzen. Bitte melden Sie sich bei mir, sobald die Ablösung eingetroffen ist. Alles klar. So, Stasis-Modul nochmal schnell. Ein bisschen gepimpt. Ein bisschen mehr Energie. Nice. So, hier brauchen wir noch 2 Stück. Dann hätten wir auch die Dauer ein bisschen am Start. So, okay, alles klar. Plasma-Energie. Und ich denke, ich werde mir mal einen kleinen Heildrops geben. Und dann 2. Ich bleib wirklich dabei, das sind für mich mit diesen Viechern, die sich halt irgendwie in lauter kleine Einzelkomponenten irgendwie zerteilen können, die ekelhaftesten Gegner. Also die mich persönlich am meisten abfacken irgendwie, weil die halt einfach mir am meisten Schiss irgendwie einjagen. Knister, knister, knister. Hallo. Sie ist gesperrt. Das finde ich gut. Bin noch dankbar, muss ich überall reinkommen. So, okay. Na dann, Lastenaufzug. Da kann ich die Strahlen aktivieren. Von hier sieht's aus, als ob die Zentrifuge volle Kraft läuft. Gut, hoffen wir, dass es funktioniert. Es wird eine knappe Sache. Bereit? Bereit. Erwarte Signal. Na dann, toi toi! Schauen wir mal. Mo Kapitan? Mo Kapitan! So, du bist zu. Oh, kann ich mich hinsetzen? Nee. Störung. Ach, wir müssen die Sequenz halten. Traktorstrahl aktiviert. Kommen Sie her, die Schienen bewegen sich. Nein, gehen Sie ohne mich. Ich nehme eine der Rettungskapseln. Wir treffen uns drüben. Brax, Idiot! Die Gravitationsstrahl wird den ganzen Mond auseinanderreißen. Brax! Zeit für den Abflug. So, jetzt wäre schön, wenn ich einfach so halbwegs ungehindert irgendwo hinkommen könnte. Mit oh, schön. Schluss damit! Ah!
so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Alter, kannst du nicht einmal diese Saubande mal kurz alleine lassen? Oh, hey, 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 Wutze. Audiolog, Rig Nummer 438642. Das hier könnten meine letzten Worte sein. Die Monster sind frei. Ich konnte sie nicht aufhalten. Der Reaktorkern überhitzt und wenn ich sie nicht reparieren kann, wird die ganze Sprawl zerstört. Ich hoffe, dass jemand das hier hört. Hahaha. So, hier war noch eine Workbench, aber. Autsch! Aber wir haben gerade keine Knoten mehr.